Moin Leute, herzlich willkommen zur Vollversion vom Döner-Simulator. Wir werden am heutigen Tag unser eigenes Döner-Restaurant eröffnen. Und wir beginnen mit, treffen Sie sich mit Ihrem Vater vor dem alten Restaurant. Ich gehe mal davon aus, dass das mein Vater ist. Moin. Ja, da bist du ja. Mein Kind, du fragst dich sicher, warum ich dich hergerufen habe. Tut mir leid für diese Synchronisation. Ich weiß nicht, wie ich ansonsten meinen Vater nachmachen soll. Es wird Zeit, dass du auf deine eigenen Füße stehst. Ich bin hier, um dir unser Familienerbe zu zeigen. Mit diesem Restaurant wirst du der beste Koch der Stadt. Oma, Alter, ich habe schon Döner gemacht, da warst du noch nicht mal auf der Welt. Ich sehe, du bist ungeduldig. Ah, diese neue Generation, sag mal. Musst du mich jetzt fronten? Also gut, nimm diesen Schlüssel und bring uns hinein. Sehr gut. Leute, ey, falls ich heute ein bisschen verplanter bin, ich habe schon im Palworld-Video gesagt, ich habe letzte Nacht nur 1,5 Stunden oder so geschlafen. Das bedeutet, ich bin vielleicht ein bisschen verplant. So, okay, hier sieht's aus, auf gut Deutsch gesagt, wie Scheiße. Ach, du liebe Zeit, das ist ein totales Durcheinander. Sieht schlimmer aus, als ich in Erinnerung habe. Jedenfalls bin ich froh, wieder hier zu sein. Wir sollten zuerst das Chaos beseitigen. Ja, mache ich. Ich räume auf, Papa. Nee, warte, er ist mein... Nee, er ist schon mein Vater. Ich vergesse immer, ob er nun mein Opa ist oder mein Vater. Man weiß es ja manchmal auch gar nicht so genau. Manchmal ist er auch der Vater der Opa. Das gab es bestimmt mal, dass ein Kind dachte, yo, das ist mein Opa. Und in Wirklichkeit war es der Vater. Oder der Vater war es und dann war es der Opa. Da schön sauber machen, das Ding. Ey, stimmt. Ich hatte gestern erst einen Döner. Gut gemacht. Es ist tatsächlich ein guter Anfang. Es ist immer wichtig, seinen Arbeitsplatz sauber zu halten. Ey, wenn ihr wüsstet, wie mein Arbeitsplatz hier aussieht. Ich bin auch, wie gesagt, aktuell echt ein bisschen durch den Wind. So, Warenhaus öffnen. Was ist denn das Warenhaus? Oder ist das das Warenhaus? Ah ja, guck mal hier. Ah, gegrilltes, schönes gegrilltes Fleisch. Immer eine feine Sache. Wie ziehe ich das? Ja, ich ziehe es doch rüber. Ich versuch's doch rüber zu ziehen. Ey, will mich verarschen. Ich bin hier. Ihr seht meine Maus. Ich drücke. Guck mal, das war ein Fehler. Zerschlissene Tapete austauschen. Ja, dann nehmen wir die kostenlose, ne? Zack. Das sieht doch geil aus. Obwohl, so eine Tapete feiere ich jetzt nicht. Ich finde es geil, wenn du so echten Backstein hast. So, Böden. Nehmen wir auch kostenlos, das Ding. So, hier vorne. Zack. Guck mal hier, ich bin nicht nur, ich bin auch noch Handwerker. Ich mache alles selbst. Geschmeidig und reibungslos. Junge, besser als je zuvor, ja. Jetzt müssen wir nur noch die kaputten Möbel loswerden. Ja, 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 ich schlag den Kram kaputt. Kein Ding. Oder repariere ich's. Was mache ich damit? Ah ja, verkaufe. Zack. Das hier auch. Ja, ja. Zack, Alter. Ja, dann lassen wir jetzt im Gebäudeshop Tische aufstellen. Das kostet... Ja, warte mal, an sich sollte ich doch einen Vierertisch kaufen. Der kostet nur 100 mehr. Das macht eigentlich viel mehr Sinn. Die Frage... Ja, man soll schon am Fenster sitzen. Ich sitze eigentlich immer am liebsten am Fenster. So, guck mal hier. Übelst chillig. Okay. Brauchst außerdem ein Waschbecken zu Theken. Ja, hier bin ich ja. Ja, das ein Waschbecken habe ich doch. Hier ist doch ein Waschbecken. Los. Zack. Messerhalter. Ja. Guck mal, der kommt hier hin. Zack. Sehr nice. Zum Markt gehen. Ah, okay. Ich bin gleich da. Da bei Korkmaz. Moinsen, Korkmaz. Es geht. Bin ich hier beim... Ich bin... Ist das nicht der Markt, Korkmaz? Na toll. Wo ist denn der Markt? For sale? Hier. Da, du musst wohl der neue Küchenchef in der Nachbarschaft sein. Dein Vater war ein großartiger Koch. Ah, okay, das ist mein Umbau. Ich bin wirklich froh, dass der Laden wieder in Betrieb ist. Ja, yeah, okay, okay. Warte. Hä? Dein Vater war ein großartiger... Achso, mein Vater ist in Rente. Ach so. Okay, chillig, chillig. Gut, wo sind die Sachen? Ah ja, hier. Danke. Rührschüssel, Spieß. Zurück ins Restaurant. Ist eine ganz coole Welt. Mir gefällt auch der Grafikstil. Da vorne ist der Fleischer. Da Korkmaz, da kann man Geld abholen. Ah ja, hier ist unser gammeliger Laden. So. Moin, ich hab alles. Pack den Karton aus, fang an zu kochen. Ja, mach ich. So, aus der Box nehmen. Ja, stelle ich mal hier hin. Zack, nochmal die zweite Schüssel. Ja, ist gar nicht so einfach. So, hier ist viel... Das ist so ein Adana-Spieß, oder was? Oh, das ist Holzkohle und so. Sehr nice. So, hier haben wir es. Ein anständiges kleines Restaurant. Ja, super. Ja, ja, an das Rezeptbuch, da kann ich mich dran erinnern. Speisekarte. Jetzt können wir ziehen. Ah, okay. Ja, perfekt. Aktive Bestellung anheften.
Zack. Zum Kochen brauchen wir Zutaten. Das heißt, es ist Zeit zum Einkaufen. Es gibt 3 lokale Möglichkeiten, bei denen du einkaufen kannst. Ein Lebensmittelgeschäft, Metzgerei und der Markt. Ich kenne die Besitzer schon lange. Ihre Ware ist immer frisch. Ja, okay, erst rein. Dann lass uns mal zum Metzger. Edgar? Edgar, oh. Ah, nee, das ist Boris. So, moin. Ich brauche einmal ein Ribeye. Ja, hier ist Ribeye. Der Rest ist noch gesperrt. Ich sehe hier aber auch kein Schwein. So, einmal Ribeye. Einmal Kasse. 200, danke. Guck mal, da haben wir lecker Ribeye-Steak. So, da müssen wir noch... Ja, ich stelle aber das Ribeye, das stelle ich mal in die... Das muss ja auch gekühlt werden. So, dann geht's jetzt einmal zu Korkmaz. Korkmaz, gib mir mal 5 Tomaten. Dann brauche ich noch einmal ein bisschen Petersilie. Genau, und das war's eigentlich schon. Danke. Langsam wird es Zeit für mich zu essen. Ich hoffe, mein Kind kann mir einen leckeren Kebab zubereiten. Alter, Diggi, ich mache dir den leckersten Kebab, den du jemals gesehen hast. So, dann mache ich jetzt hier schon mal das Ribeye. Da unten links seht ihr, was wir machen müssen. So, ich schneide das jetzt erstmal durch. Zack, Alter. Dann eine Ribeye-Scheibe nehmen. Warte, ich lege das Messer kurz zurück. Schwarzer Pfeffer auf der... Oh, okay. Einmal schwarzer Pfeffer. Fertig. Ja, 3-mal müssen wir das machen. Okay, da muss das Ganze noch gesalzen werden. Ja, aber warte, das würde ich eigentlich ganz gern... Mache ich auch schon mal bei dem Ding. So, 1, 2... Hä? Ah, jetzt 1. Perfekt. So, das mache ich hier aber auch nochmal. Weil da brauchen wir 3 Gramm jeweils, ja. Aber schwarzer Pfeffer fehlt bei dem einen. Hier muss noch einmal Pfeffer drauf. Perfekt. So, Kohlesack. Ah, Leute, jetzt wird's feurig. So, schmeiße ich alles drauf. Anzündholzsack. Jo, auch rauf. Zack. Ah ja, bisschen. Jo, genau. Jetzt mach ich schön den Laden an. Zack. Oh, oh ja. Oh, das ist doch geil. Leute. Jetzt, das wird was. Das wird ein Leckerschmecker. Oh, Ribeye umdrehen. Jetzt schon? Aber wie drehe ich das denn? Ah, warte. Drehen mit R. Ah, so, sehr gut. Warte, bis die Ribeye... Ja, bis vollständig perfekt. Oh, ist jetzt gut. Eins von... Moment, ich brauche noch mehr? Hä? Ah, und die Beilagen. Ja, warte, erstmal... Okay. Kriege ich hin. Tomate kommt drauf. Easy. Und danach müssen wir sie erst schneiden. Ah ja, warte mal. Petersilie. Das lege ich erstmal hier hin. Ja, Mann, ich habe hier so viele Tomaten. Wie geht's der Tomate gut? Ne, ich will hier auch die Petersilie mal rausnehmen. So, die kann ich hier richtig an. Ne, das ist auch scheiße. Ne, die muss ich erstmal schneiden. Ja, die Tomate. So. Zack, die wird jetzt erstmal geschnitten. Chillig. So, und hier. Jawohl! Ich glaube, ich habe es geschafft. Servieren Sie das Gericht auf dem Serviertisch. Ja, ich habe ja noch gar keine Kundschaft. Ich mache jetzt open. Ist open. Zack. Servieren. Oh, guck mal hier. Zutaten 6. Hitze war 52. Moin. Was hättest du gerne? Oh, du hast aber noch Kartoffeln. Was soll das denn? Der hat sich jetzt aber genommen. Na, aber der hat doch da noch Kartoffels drauf. Er hat da Kartoffeln. Oh, wie hat's der geschmeckt, Opa? Selbstverständlich gibt es nach jedem Zufall den Kunden Geschirr zum Abwaschen. Ja, mache ich. Oh, guck mal, aber Kohle war auch da. Guck mal, hier hat er liegen lassen. 100 Ditcher. Er hat irgendwie gar keinen Bock. Moin. Schnapp dir doch auch was. Guck mal, ja. Die haben aber immer noch Kartoffeln. Ich verstehe das nicht. Ich mache aber sauber. So, guck mal hier. Ei. So, die können wir wieder zurückstellen. Ja, du kannst vielleicht gut kochen, aber du musst auch schnell sein und du musst immer auf die Hygiene achten. Ja, Vater, das wird das vielleicht das Problem sein. Was ist los? Ah, oh, der hat gerade einen Daumen hoch gegeben. Papa, was soll ich denn jetzt machen? Oh, aufgegessen? Ja, hier. Danke. Der Abwasch. Kann ich 2 auf einmal? Nee. Oder? Nee. Dann kommt das einmal hier hin. Alter, es läuft. 2 zufriedene Kunden. Wir müssen das nochmal mit der Hitze besser machen. Hallo. Herzlich willkommen. Kommen Sie rein. Setzen Sie sich. Schnappen Sie sich einen Teller. Ist doch geil, wie die Leute... Oh, was ist denn jetzt? Oh, warte. Scheiße. Das muss beides rauf. Ja, warte, setzen Sie sich erstmal. Warten Sie kurz. Nein, gehen Sie nicht. Ich mach das super. Zack. Ich mache einen Teller. Den hier. Zack, die Petersilie kann schon mal drauf. Na, die müssen wir auch gleich ein bisschen schneiden. Warte. So. Das kann schon mal auf den Teller.
Die Tomate auch, die schneiden wir jetzt. Tomate drauf. Petersilie auch ein bisschen was. Ne, wie mache ich denn? Ah, warte. Stopp. Stück nehmen. So, warte. Ah, ist da, servieren. Hier. Oh, guckt euch das an. Weltklasse. Geil. Ja, hier, Sie können bezahlen. Danke. Hier, ich räume direkt ab. Das war gut. Jetzt schnell schon mal waschen. Ei. So, der kommt direkt weg. Hier wird auch nochmal gewaschen. Aber so ein Reh, wo ist denn mein Dönerspieß? So, oh, guck mal, Alter, sie hat's richtig gefeiert. Er hat auch, Alter, richtig lachenden Smiley. Er hat aber trotzdem nur einen Huni gegeben. So, wird schnell gewaschen. Sehr nice, wieder zurück. Oh, hier liegt auch noch was auf dem Boden. So, was mit Ihnen? Ja, weil ich mache ja auch den Boden sauber. Weil Hygiene ist ja auch wichtig. Das Problem ist, ich habe kein Fleisch mehr und so. Aber ich glaube, es ist jetzt auch gleich Feierabend. Sie ist die Letzte, die sich jetzt hier mit ihrer super coolen Brille... Oh, nee, da kommt noch einer. Moin, Alter. Komm, ja, setz dich. Ich habe hier noch ein leckeres Gericht für dich. Schnapp dir einfach. Oh, ja, bitte sehr. Ja, lassen Sie ja das Geld hier. Eieiei, wir sind auch fast Level 2. Haben auch, glaube ich, schon gut Kohle gemacht. Weil wir haben, glaube ich, teilweise ein bisschen was investiert. Und haben aber jetzt hier schon wieder ein bisschen was raus. Der Tag ist vorbei. Räumen Sie auf und schließen Sie das Restaurant, um den Tag ausklingen zu lassen. Ja, Mensch. Danke für die Kohle. Perfekt. Zack. Das war ganz cool. Dann machen wir hier mal closed. Und dann, dann können wir da nach Hause gehen. Sehr gut. So. Oh, das war ein harter Tag. Gegrillt. Oh, Level up. Oh, tägliche Einnahmen. Ausgaben. Ja gut, wir haben natürlich Tische und so gekauft. Dementsprechend. Oh, Zusammenfassung 3 Sterne. Oh, neues Rezept freigeschaltet. Da bin ich ja mal gespannt. Oh, das ist aber eine schicke Bude hier. Oh ja. Gefällt mir. Okay. Wer bist du denn? Wir haben ja nicht mal ein Schild. Moin! Ah, was haben wir denn da? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, stimmt's? Ja, das kann sein. Ich habe diesen Ort schon aufsteigen und fallen sehen. Du musst sein Kind sein. Hoffentlich bist du nicht wieder eine Enttäuschung. Was willst du denn? Ich hoffe, du verstehst, wie heikel die Branche ist, Junge. Dies ist der kulinarische Dschungel. Nur die Stärksten überleben. Ich glaube, das ist wirklich so, wenn du ein eigenes Restaurant hast. Das ist echt ein krasses Business. Mal sehen, ob dein kleines Unternehmen die Hitze standhalten kann. Natürlich, Alter! Eine Speisekarte erstellen. Ja, warte mal. Freischalten. Ah, jetzt gibt's auch lecker Hähnchenbrust. Uiuiuiuiui. Aber warte mal, was brauche ich denn zum Beispiel jetzt für die Hähnchenbrust? Hähnchenbrust, rote Paprika, grüne Paprika, Kartoffeln. Das sind ja wieder viel mehr Sachen, die ich einkaufen muss. Aber so, wir werden jetzt erstmal ein bisschen hier shoppen gehen. Guten Tag, Ma'am. So, hallo, ich brauche einmal Ribeye. Ich hole direkt zweimal Ribeye. Und Hähnchen. Hole ich auch direkt zweimal. Oder ich hole es dreimal, dann gehen wir auf Nummer sicher. Ja, dreimal. Super, danke. Ich meine, das hält sich ja. Das ist, glaube ich, das Gute. Wir haben ja so einen Eisschrank. Da kommt das schön rein. So, dann brauchen wir hier vorne wieder bei Kockmatz. Moinsen, Diggi. Ich brauche rote Paprika. Ich kaufe mal 10 rote Paprika. Bisschen Petersilie hole ich auch noch mal. Tomaten hole ich auch noch mal 10. Du sag mal, Kockmatz. Ah, hier vorne. Lockkartoffeln hole ich auch noch mal 10. Genau. Und grüne Paprika auch noch mal 10 Stück. Ja, Rest ist ja noch gesperrt. Wunderbar. Danke, Kockmatz. So, hier mal hin. Oh, was ist denn jetzt hier los? Ah! Junge, hier ist ja alles verschimmelt. Das ist ja ekelhaft. Hätte ich in Dingens packen sollen. Naja, warte mal. Hier meine Superbestellung. Das kommt jetzt auch mal da rein. Das sind ja überall die Fliegen. Oh ja, ich brauche auch noch hier fürs Feuer. So, mache ich erstmal Kohle rein. Zack. Bisschen Anzünder. So, dann wird das angemacht. So, was konnte man... Ah, guck mal hier. Teller, Kochtopf. Ja, aber da brauche ich, glaube ich, gerade nichts. Hoffentlich nicht. Notfalls kann ich da ja schnell. Das ist ja wirklich direkt nebenan. So, aus der Box. Genau, nehme ich einmal ein bisschen... Oh, nee, das ist falsch. Da muss ich erstmal schneiden. Genau. Und auch einmal hier schön Hähnchenbrust. Muss ich denn die Hähnchen gegrilltes Fleisch... Warte mal. Okay, da steht nämlich... Das steht Ribeye, aber ich schneide das auch mal hier. Nein!
jetzt ist das Würfel. Aber das wird doch nicht hier gewürfelt. Scheiße, schon falsch gemacht. Ah, ich habe das Falsche hier. Hähnchenbrust nehmen. Oh nein, jetzt habe ich schon... Paletto! So, einmal Hähnchenbrust. Jetzt müssen wir das alles nämlich ein bisschen würzen. Genau, 3 Gramm. Wie viel brauchen wir denn hier? Auch, oh, war das Chili-Pfeffer? Nee, das ist hier jetzt der falsche Pfeffer. Jetzt brauche ich Chili-Pfeffer. Hallo? Guten Tag, Chili-Pulver? Nee, dann hole ich das hier. Gewürzglas mit süßem... Aber das ist doch nicht das Richtige. Das ist schwarzer Pfeffer. Das muss das schon sein. Das hier, danke für den Chili-Pfeffer. Danke. So, gib mal her den Kram. So, weil ja, ich habe hier ein bisschen... Ja, hier ist jetzt... Aber da kommt der Chili-Pfeffer drauf. Chili-Pfeffer und das Salz. So. Oh, da ist jetzt schon 5 Gramm. Wieso ist denn da plötzlich so viel schwarzer Pfeffer? Das ist komisch. So, ich hau hier aber schon mal alles rauf. Ja, das darf noch hier bleiben, aber das kann auch noch mit rein. Sehr nice. So, dann lass uns mal open. Organisieren Sie zuerst Ihr Menü. Ja, ich schmeiß drauf. Hier und hier. Wunderbar. Zack, einmal Bottle Flip. Moinsen, was willst du? Du nimmst das Ribeye. Ja, ja, das ist gut. Nehmen wir hier einmal Teller. Muss schon geflippt. Oh, oh ja, der, warte. Zack. Kommt hier drauf, dann die Tomate. Jo, einmal rauf. Dann einmal ein Stückchen nehmen. Oh, das ist vergammelt. Nein, meine Petersilie ist vergammelt. Scheiße, jetzt sind hier überall Fliegen. Es tut mir leid. Wartet. Meine, ich muss kurz, das ist vergammelt. Kochmatz, was hast du mir hier für einen Mist verkauft? Kann doch nicht sein, dass Petersilie... Na, ich hatte noch was. Nach einem Tag verrottet doch keine Petersilie. Oh, es brennt. Meine Tomaten. Oh nein, Mann. Ist noch gut. Die ist noch gut. Warte, die schneide ich. Warte, ja, die Fliegen sind da. Mann, die Fliegen, die nerven. Kein Problem, warten Sie ganz kurz. Warten Sie ganz kurz. Hier gab es ein, zwei technische Probleme. Hier ist mein Messer. So, Tomate. Zack, ganz was Feines. Das sind alles Röstaromen. Petersilie, hier. So, der frische Strunk. Zack, drauf damit. So, hier, die orientalische Platte. Servieren. Hier, bitte. Ja, ist okay. Verkocht und überwürzt. Ja, mein Gott. Oh, du willst das Hähnchen? Warte mal, was brauchen wir für das Hähnchen noch? Ich glaube Kartoffeln und so weiter, ne? Hähnchenbrust, Grillen, grüne Paprika, Kartoffeln. Okay, das ist ja easy, das kriegen wir hin. Rote Paprika, jo, einmal drauf. Zack, Kartoffel drauf. Aber müssen, glaube ich, nicht geschnitten werden. Oh, ne, die Kartoffel. Komm hier, grüne Paprika. So, den Rest kann ich schon mal auf dem Teller anrichten. So, das, die Hähnchenbrust. Mh, lecker Schmecker. So. Perfekt, das Ding. Mmh. Ja, ja, lecker Schmecker. So, guck mal hier. Tipptopp. So, guck mal hier. Super. Ist nicht fertig? Wie ist nicht fertig? Ich will doch platzieren. Oh, warte. Ja. Super. Danke. 120? Ist direkt teurer geworden hier. Aber kann ich immer nur eins gleichzeitig servieren? Warte mal. Gebäudeshop. Nochmal so ein Station. Ja, warte mal. Oh, mein Schild. Ja, Stände. Das ist ein bisschen komisch jetzt. Oh, warte, Restaurant Level Up. Warte mal, mein erstes Essen. Ey, wie geil, dass wir ein Level Up gemacht haben. Jetzt kann ich noch die Hähnchenbrust servieren. Was? Hitze 1%? Oh, aber insgesamt 2,8. Fehlende Zutat. Das Problem ist, kann ich jemanden einstellen? Das ist ja jetzt schon komplett vermüllt. Uff, Leute, Alter. Jetzt nochmal schnell waschen hier. Oh, sehr gut. Wieder in die Küche. So, komm. Irgendwie kommt jetzt aber keiner mehr. Will niemand mein geiles, saftiges Hähnchen? Die Frage ist, ob ich halt noch so einen zweiten... Ja, ich bräuchte davon noch so ein zweites Ding, wo ich mein Essen halt servieren kann. Weil nicht jeder... Guck mal, der nimmt jetzt hier Hähnchen, aber davon noch einen zweiten. Ja, gönn dir. Falls das Hähnchen noch roh ist, nicht essen. Ich habe mal in der Schule, habe ich mal nicht fertige Chicken Nuggets gegessen. Junge, ich hatte eine richtig heftige Lebensmittelvergiftung. Ja, das haben wir nicht. Essen Sie doch einfach
Hähnchen. So, wir wissen nicht, wie wir da doppelt was machen können. Gebäudeshop. So, oh, ah ja, stimmt. Ich habe jetzt neue Sachen freigeschaltet. Ja, aber hier muss es doch sowas geben. Wo dieses Klingeling Stände? Weiß jemand, wie ich das machen soll? Ich habe das noch nicht ganz gecheckt. Ah, hier. Doch, hier ist die Station. Das ist die Verkaufstheke. Oh, und das wäre sogar was mit mehreren. Ja, das ist die. Ja, guck mal hier. Zack, weil dann kann ich wirklich beides. Dann habe ich beides am Start. Ja, okay. Ja, Ma'am, es tut mir wirklich leid. Ah, der Tag ist vorbei. Ah ja, guck mal, weil diesmal machen wir nicht den gleichen Fehler. Ah, warte mal, die Petersilie ist sowieso im Arsch. Ja. So, ich muss hier die Sachen, weil das Ribeye steckt, das packe ich hier wieder rein. So, auch das. Weil das ist ja noch gut. Das stand jetzt zwar über ein paar Stunden draußen, aber ich glaube, das wird dadurch nur besser. So, hier ist auch noch Petersilie, weil wir haben ja nichts zu verschenken. So, das kommt weg. Was mache ich denn hier mit dem Essen, was ich noch habe? Gibt's das morgen nochmal? So, nochmal abspülen. Zack. Reinstellen. Gebäudeshop-Schild. Ja, hier, ich will schon dieses Kebab-Schild. Kann ich das größer ziehen? Ja, es muss maximal groß. Ja, das muss. Warum leuchtet das? Boah, das ist ja derbe teuer, der Hintergrund. Lass mal lieber so. Oh, oder mit Schrift? Paletto's Döner. Ja, geil. Zack, aber das muss noch mal ein bisschen beleuchtet werden. So. Ich finde, dass ich jetzt diesmal gut aufgeräumt habe. So, schlafen. Oh, Level. Achso, da. Wir haben unser gegrilltes Fleisch aufgelevelt. Hähnchenbrust haben wir nur ein bisschen. Tägliche Einnahmen. Ja, wir haben natürlich jetzt schon mal für weitere Tage eingekauft. Oh, da ist Paletto. Ja, okay, das Schild ist ein bisschen zu groß. Paletto's Döner. Paletto's Kebabland. Das wäre auch ein geiler Name. Leute, ich würde sagen, das war's für heute mit Paletto's Kebabland. Wenn es euch gefallen hat, schallert gerne ein Like rein. Hier sind noch weitere Videos. Schaut natürlich auch gerne auf paluten.shop vorbei. Für Mini-Paluten und vieles mehr. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.